Hallo und herzlich willkommen bei Spaß mit Flocken. Ja, natürlich herzlich willkommen beim Erzählmodell über Labertal. Heute in diesem Video möchte ich mit euch neue Arbeitsscheibenwerfer für meine Laderaupe bauen. Die habe ich vor kurzem erst gemacht, aber leider habe ich damals nicht bedacht, dass ein altes Modell aus den 80er, 90er noch gar keine Xenon-Arbeitsscheibenwerfer nicht damals gehabt hat, sondern Halogen. Und deshalb möchte ich neue bauen und möchte euch mitnehmen und euch zeigen, wie man sowas baut. Zunächst werden wir uns aus Aluminiumplatten die Gehäuse für die Scheinwerfer ausfräsen und dann nachher die Scheinwerferglas aus Plexiglas. Zunächst schrauben wir uns zwei Schrauben in die Lochrasterplatte. Da lassen wir dann die Aluplatte dran anstehen und dann haben wir gleich die Platte rechtwinklig zur Maschine ausgerichtet. Dann schauen wir uns die Platte an. Da wo der meiste Grat und die meisten Unebenheiten sind, das lassen wir nach oben stehen und das andere nach unten, dass er plan aufliegt auf der Oberfläche. Und dann spannen wir uns das mit so Spannbratzen fest. Der Werkzeugwechsel erfolgt leider nur manuell. Das möchte ich aber in Zukunft ändern. Ich darf gern umstellen auf eine HF-Spindel, also eine Hochfrequenzspindel mit Wasserkühlung. Die ist nämlich dann auch wesentlich leiser. Und zusätzlich mit einem automatischen Werkzeugwechsel. Da kann man nämlich einmal Fräsbahnen programmieren mit verschiedenen Fräsern. Und dann holt sie automatisch die Maschine das passende Werkzeug oder das Werkzeug, das man halt programmiert hat und arbeitet einfach weiter und man muss nicht manuell umspannen. Erleichterung wäre schon ein manueller Schnellwechsler, da gibt es da so ein Hebel dran und dann kann man die Fräser wechseln. Die gibt es auch in verschiedenen Varianten. Die beste Variante ist natürlich, wenn man einen Werkzeughalter hat, weil dann kann man nämlich den Fräser in den Werkzeughalter von der Länge her einmessen, im Programm einstellen und dann muss man nicht jedes Mal den Nullpunkt neu finden. Weil wenn ihr nämlich jetzt den Fräser da wechselt, dann weiß ich ja nicht, wie tief muss ich den einspannen, dass der Nullpunkt wieder passt. Also muss ich jedes Mal auf der Platte neu ankratzen. In dem Fall jetzt bei der ersten Bearbeitung ist es egal. Da fräsen wir jetzt gleich mehrere Scheinwerfergehäuse auf einmal aus und bei der nächsten Bearbeitung, wo wir dann die Löcher in das Gehäuse bohren, das machen wir auch mit der CNC-Fräsmaschine, da müssen wir das Ganze dann umspannen und im Schraubstock spannen. So, dann hätten wir es fertig. Dann müssen wir jetzt alle im Graten. Das machen wir im Schraubstock mit der Feile. Und dann müssen wir es noch alle bohren, die Gehäuse. So, die Teile hätte ich jetzt alle entgratet. Da müssen wir jetzt noch die Bohrungen setzen in die Scheinwerfer für die M1,6mm Quinter. Dafür habe ich mir einen 1,3er Bohrer hergekriegt. Den habe ich in eine Hülse reingeklebt mit einem 6,03er Loctite. Das ist der kleine Bruder vom 6,48er Loctite. Das ist also ein Wellen- und Narbenkleber, bloß eben für kleinere Sachen mit einem kleinen Fügespalt. So, ich habe dann alles eingerichtet zum Bohren. Das ist zwar dann schon
mit Kanonen auf Spatzen schießen, aber es ist halt einfach genau. Man weiß halt einfach nachher, dass es passt. Dann brauchen wir das Loch auf der Rückseite, da wo das Kabel reinkommt für den Scheinwerfer. Das fräse ich mit einem 1,6 mm Einschneiderfräser. Das wäre der 2,2 mm Loch. Das machen wir natürlich auch wieder auf der Fräsmaschine. Das habe ich jetzt schon eingerichtet. Das funktioniert auch wunderbar. Gewinde schneiden wir mit dem Akkuschrauber. Da muss man sich halt ein bisschen konzentrieren, dass man nicht glaub reißt. Aber normalerweise gibt es da keine Probleme in Aluminium. Beziehungsweise, wenn man Aluminium hat, das wo sich halt gut bearbeiten lässt. Es gibt ein schlechtes Aluminium auch. Das wo sich gut schweißen lässt, aber schlecht fräsen und schlecht bohren. Aber das ist ein gutes Aluminium zum Bohren und Fräsen. Als nächstes machen wir uns dann die Streuscheiben für die Arbeitsscheinwerfer. Da tun wir jetzt zunächst mit einem Gravierstichling die Rillen gravieren in das Plexiglas. Das ist ein ganz normales Plexiglas. Das wirkt jetzt ein bisschen bläulich, weil auf der Rückseite nur die Schutzfolie drauf ist, die wo blau ist. Aber es ist ein ganz normales Plexiglas. Auch kein Makrylon, sondern ein Plexiglas. Da tun wir jetzt auch gleich wieder mehrere Stück gravieren und dann tun wir es anschließend ausschneiden. Der nächste Arbeitsschritt ist dann das Ausschneiden von den Streuscheiben. Das machen wir mit einem 2 mm Einschneider. Das ist dann die Platine, die wir ausgefräst haben. Da sind die ganzen Gläser alle drauf. Auf der Rückseite da ist noch die Schutzfolie. Dann wäre da das Ganze durchsichtig. Die müssen wir jetzt rausbrechen, weil ich habe die alle gefräst mit Haltestegen, so dass die nicht davor fliegen, die kleinen Zeile. Und den Haltesteg, den müssen wir dann noch wegfallen. Die Streuscheibe, die passt dann ganz genau in das Gehäuse rein. Die muss man dann einfach mit einem Tropfen Sekundenkleber beim Zusammenbauen, wenn wir die LED einbauen, fixieren. Dann fällt ja die Scheibe nicht mehr raus. Ich tue jetzt die restlichen noch, die Haltestege wegfallen und dann tun wir miteinander die LEDs einbauen in die Scheinwerfer. So, dann schauen wir uns noch schnell den Vergleich an zwischen dem Xenon-Scheinwerfer mit der kaltweißen LED und den Halogenscheibenwerfer mit der warmweißen LED. Und ich finde, dass halt die warmweiße LED viel besser zu seinem alten Modell passt. Und deshalb werden wir auch solche LEDs in die Scheinwerfer, die wir jetzt gebaut haben, einbauen. Akku ist übrigens auch selber gebaut. Ich nehme mittlerweile Lithium-Ionenzellen her. Das sind 21700 von der Baugröße her. Zwei parallel, drei in Reihe, funktioniert wunderbar. Dann nehmen wir dann so einen Strip her. Da sind so SMD schon die erste aus, also SMD-LEDs drin. Die sind ultra klar. Die sind jetzt warmweiße. Und die haben den Clou, wie man hinten sieht, die haben 6 Anschlussfüße,
Sprich, es sind drei Einzel-LEDs in dem einen Gehäuse drin. Und somit kommen wir auch mit der LED auf die gleiche Helligkeit wie so eine kaltweiße, da wo bloß eine LED in einem Gehäuse drin ist. Weil meistens ist immer das Problem bei den warmweißen LEDs, dass die einfach nicht die Leuchtkraft haben wie so eine kaltweiße. Aber durch das, dass ja drei LEDs im Prinzip in einem Gehäuse drin sind, ist er ungefähr doppelt so groß, haben wir da auch keine Probleme mit der Helligkeit nicht. Wir werden dann also die drei Füße vorsichtig verzinnen. Man muss schauen, dass man so kurz wie möglich bloß hinkommt, weil sonst erhitzt man das Innere von der LED und dann ist die nämlich kaputt. Ich habe da jetzt eine ganz billige Konrad-Lötstation, allerdings mit einem 100 Watt Lötkolben drauf und mit einer relativ kleinen Spitze, die man vielleicht einmal abputzen darf. Und an die Füße wird jetzt ein Lackdraht drauf gelötet. Das ist auch von Konrad einer, den habe ich halt einfach nur. Das ist ein 0,3 mm Lackdraht. Man kann auch noch einen dünnen hernehmen, aber der geht einigermaßen schön zum Verarbeiten. Der wird im Prinzip auch bloß Lötzinn auf die Lötspitze aufgenommen und dann der Lackdraht reingehalten. Und dann erhitzt sie der und dann brennt der Glalack, der wo da drauf ist, auf den Lackdraht, der brennt runter. Und dann verzinnen sie die Oberfläche. Jetzt werden wir mal schauen, dass ich das hier bringe, dass ihr das seht und ich gleichzeitig das da löten kann. Auf jeden Fall werden die drei Kontakte, die werden miteinander verbunden, die werden einfach in Reihe geschaltet. So, das hat eh schon wunderbar hingehauen. Das tun wir uns dann noch ablängen auf, ja ich sage mal 10 cm, das klang schon. Dann drehen wir das Ganze um. Ich nehme da immer so eine Löthilfe dafür her, weil wenn man das nämlich in die Fingern hält, erstens einmal wird es ein bisschen warm und zweitens einmal ist es fast zu klar, auch mit der Pinzette halten und mit dem Lötkolben, das wird alles so eine wackelige Geschichte. Aber jeder hat da ein bisschen andere Arbeitsweise. Ihr könnt es das mal ausprobieren, wie euch das liegt. Wie es am besten hier hat, aber ich kann euch bloß empfehlen, kauft euch so eine Löthilfe, die kostet 10 Euro oder sowas, aus China wahrscheinlich. 3 inklusive Versand. und dann könnt ihr da sauber arbeiten. Jetzt schauen wir, dass wir das zweite Kabel oder den zweiten Draht da drüber bringen. Naja, das hat auch funktioniert. Den legen wir dann auf die gleiche Länge ab. Dann können wir einmal theoretisch, wenn wir das wollen, das Ganze probieren, ob das leuchtet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es leuchtet. Dafür tun wir jetzt die Kabelenden da auch verzinnen, dass wir dann Strom drauf bringen. Oder besser gesagt, dass wir einen Kontakt herstellen können, mit unseren Krokodilklemmen. Bei der LED ist jetzt so, durch das, dass drei im Gehäuse sind, jede LED, die wo da drin ist, ist auf 20 mA begrenzt. Durchbruchsspannung ist 3,2 Volt. Also brauchen wir an der LED 3,2 Volt circa und maximal 60 mA. Weil wir haben die jetzt in Parallelverschaltung verschaltet, die LEDs. Und somit steigt der Strom und die Spannung bleibt. Jetzt muss ich bloß schnell das Labornetzteil herrichten und kabeln und dann schauen wir, ob das leuchtet. Ich habe dann in mein Labornetzteil 3,2 Volt und 60 mA eingestellt als Strombegrenzung. Und man sieht, das funktioniert wunderbar. Es empfiehlt sich auch fast, dass man jede LED, wenn man es verdrahtet, vorher ausprobiert, weil wenn man es jetzt ins Gehäuse reinklebt und einen Schrumpfschlauch drüber macht, dann kann man fast den ganzen Scheinwerfer wegschmeißen, weil man das nur noch schwieriger auseinanderbringt. Deshalb baue ich ja auch für meine Laderaupe neue, weil ich habe jetzt keine Lust mehr, dass ich die Xenon-LEDs rausmache und neu mache, weil es extrem viel Arbeit ist und am Schluss beschädige ich das Gehäuse oder die Linse vorne. Wobei man die Linse eigentlich fast nicht mehr rausbringt, wenn man einmal mit Sekundenkleber die eingeklebt hat. Deshalb machen wir das komplett neu.
Ich gehe da jetzt wie folgt vor. Ich nehme mir die LED so, dann bringe ich die zwei Drähte zueinander. Dann biege ich es nach unten so weg im 90 Grad Winkel. Dann nehme ich mal so ein Gehäuse. Schau, dass da kein Dreck und keine Späne nicht drin sind. Führe die zwei Drähte durch. Dann schaue ich mal, wie das da drin so passt. Ja, das passt so wunderbar. Das haut so hin. Das ist zwar ziemlich eng und knapp. Was heißt eng und knapp? Es ist schon noch Luft außen um mich, aber es ist halt trotzdem weniger filigranere Arbeit. Und dann setzen wir auf die Rückseite von dem LED-Chip setzen wir einen Heißklebepunkt drauf und dabei versuchen wir die Kontakte, die wo ja da noch frei liegen, komplett mit dem Heißkleber zum Bedecker, so dass da kein Kurzschluss nicht stattfinden kann. Die LEDs, ich habe schon ausprobiert, manche werden extrem warm. Da funktioniert das dann nicht mit einem Heißkleber, weil die ja dort nämlich zerlaufen. Aber die werden nicht so warm, da funktioniert das wunderbar. Da können wir das so machen. Jetzt versuchen wir, dass wir das da rein zaubern, so wie wir es gerade vorher gehabt haben. Ziehen das da rein, so dass das da in den Bad von Heißkleber untergeht. Und das, wo dann da überschüssig ist, das zupfen wir mit der Pinzette weg. Das funktioniert recht gut. Richten wir die LED noch gerade aus, dass gerade im Gehäuse drin sitzt. Und dann war es eh schon, dann ist es eh schon fest. Jetzt haben wir noch den Heißkleber, der wo ein bisschen vor die LED gelaufen ist, den zupfen wir noch weg, dass wir tatsächlich die volle Leuchtkraft erreichen von der LED. Nicht, dass uns der Heißkleber da unsere Lumen klaut. So. Wahrscheinlich seht ihr das jetzt auf der Kamera sogar besser als ich, weil ich relativ weit weg bin, dass es ihr seht. Aber das passt schon so. Das ist so völlig in Ordnung. Dann nehmen wir uns so eine Streuscheibe. Zeige ich die mal von näheren. Vielleicht fokussiert auch die Kamera drauf. So schaut die aus. Da sind jetzt die Rüffeln da vorne drin. Und ich finde, dass das super schon ausschaut. Man kann jetzt auch noch manche so Arbeitsscheinwerfer, die haben eher ovale Formen drin. In der Streuscheibe, das kann man natürlich auch machen, kann das so gravieren. Aber mir gefällt der so gut. Jetzt schauen wir, ob die Streuscheibe passt. Ja, die darf reinpassen. Das darf wunderbar funktionieren. Wir drucken die jetzt noch nicht rein, weil ich habe mir da nämlich noch eine Lackierhilfe gebaut. Da habe ich den letzten Scheinwerfer schon lackiert. Da kommt nämlich der Scheinwerfer auf so eine Lackierhilfe drauf. Und dann können wir das Ganze da oben lackieren. Können wir innen nicht in die LED rein. Und man kann jetzt da einen Schrumpfschlauch drüber machen. Über die Drähte. Oder auch nicht. Man kann es auch so offen lassen. Ist ja überhaupt kein Problem, weil es ein Lackdraht ist. Solange jetzt der nicht irgendwo die ganze Zeit wetzt, wird da nichts passieren. Ich für mein Teil tue einen Schrumpfschlauch drüber, weil es mir einfach besser gefällt. Es ist zwar vielleicht dann ein bisschen dicker, aber in meinem Fall sieht man das Kabel sowieso nicht, weil es nämlich direkt gleich in die Kabine verschwindet. Dann schrumpfen wir den da drüber. Den Vorwiderstand für die LED
Da findet ihr im Internet genügend Rechner, da wo ihr es euch ausrechnen könnt, mit einer Betriebsspannung im Modell. Ich verwende 12 Volt als Wert, weil meine Lithium-Ionen-Akkus um die 12 Volt Maximalspannung haben und eher abfallen Richtung 10 Volt, wenn sie leer werden. Also klingt unser Vorwiderstand für 12 Volt auf jeden Fall. Seid aber nicht geizig, nehmt lieber einen größeren Widerstand und büßt ein bisschen Helligkeit ein, als wir das einen zu kleinen Widerstand wählt, weil wenn es einen zu kleinen Widerstand wählt, dann verändert sie entweder die Farbe von der LED auf Dauer oder sie brennt sogar ganz durch. Und dann fängt das ganze Prozedere von vorne an, weil ihr habt es ja gesehen, es ist eingeklebt, die LED. Man kann es fast nicht nochmal rausbauen, man muss fast einen neuen Scheinwerfer bauen. Jetzt tue ich das Gehäuse noch lackieren. Ich habe das auch das letzte Mal anders gemacht. Ich habe das letzte Mal erst die Gehäuse lackiert, dann habe ich das, die LED eingebaut. Habe aber festgestellt, dass beim Zusammenbau von dem Scheinwerfer einfach so viel Kratzer in den Lack noch reinkommen, dass ich froh bin, wenn das alles komplett zusammenbaut ist, nur noch die Lichtscheibe nachher zum Einsetzen ist und der Scheinwerfer schon lackiert ist. Dann war das Ganze lackiert. Dann können wir das da abziehen. Schaut das so aus. Dann nehmen wir uns die Streuscheibe. Die nehmen wir am besten mit der Pinzette. Und da haben wir uns da ein bisschen einen Sekundenkleber drauf. Auf zwei Seiten. Aber wirklich nur minimal. Da braucht es gar nicht viel. Das war jetzt eher schon zu viel. Und dann setzen wir die Streuscheibe in den Scheinwerfer ein. Das ist jetzt ein bisschen eine Fummelei. Passt nämlich ultra genau. So. Natürlich läuft ein bisschen der Sekundenkleber aus. Mei, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das ist ein matt-schwarzer Scheinwerfer. Da sieht das kein Mensch oder sieht es einer. Sieht dann einen Sekundenkleber. Ich sehe ihn auch nicht. Im Modell, wenn er verbaut ist, sowieso nicht. Ich würde auch sagen, das ist eine super Alternative. Im Gegensatz zu den Ferroma-Scheinwerfer. Der ist eh schon abgebrochen. Die sind halt einfach aus Plastik. Die halten nichts aus. Hinten sind sie offen, dass man das Kabel rausbringt. Mir taugen die überhaupt nicht, kosten ein paar 30 Euro oder sowas. Ich stehe auf so Plastikschrott überhaupt nicht. Bei mir muss alles immer massiv sein und funktionieren und stabil sein. Ich habe mir auch noch andere Scheinwerfer gemacht. Das ist die gleiche Größe. Allerdings habe ich da den Halter nicht mittig gesetzt, sondern oben auf so eine Ecke. Somit können wir den Scheinwerfer so montieren. Wir können den Scheinwerfer aber auch so montieren. Den werde ich für zukünftige Modelle den hernehmen. Da habe ich auch gleich ein paar mehr gemacht von derer Sorten. Allerdings halt noch nicht bestückt. Das ist man auch so kann, ob warmweiß oder kaltweiße LEDs. Jetzt probieren wir nochmal schnell aus, ob er funktioniert. Halter habe ich ja für das Modell schon. Die anderen Halter, die schauen im Prinzip so aus. Das ist jetzt einer, da habe ich eine Bohrung rein gemacht, dass man festschrauben kann. Ich habe an der Laderaube die Halter festgeschweißt. Deshalb habe ich es auch aus Eisen gemacht. Das ist mit dem kleinen Punktschweißgerät, das wo ich habe, das wo ihr vielleicht schon auf Instagram oder auf Facebook gesehen habt, wenn ihr mich verfolgt, festgeschweißt habe. Meine Modelle, die sollen immer massiv, stabil sein, was aushalten, dass ich keine Angst nicht haben muss, dass wenn ich irgendwo auf einer Veranstaltung bin und einer fährt mir an oder es kippt um, dass gleich alles kaputt ist. Jetzt müssen wir schon ausprobieren, was Plus und was Minus ist, das habe ich mir jetzt nicht markiert. Genau, andersrum wahrscheinlich, oder er ist kaputt. Na, geht, einmal frei. Ich würde sagen, das macht echt was her. Mir gefällt der saugut, der Scheinwerfer. Da freue ich mich. Allerdings muss ich jetzt noch 5 andere machen. Das ist der Wermutstropfen. Aber die werden auch fertig. So, dann sind wir schon wieder fertig für heute. Wenn ihr weiterhin Tipps und Tricks von mir sehen wollt,
dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben und vergesst das Abo nicht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich denke, dass dann die nächste Minerallader wieder weitergeht. Ciao, pfiat euch.